1-2, 1-2. Damit sind wir da, auch audiomäßig. Ich habe es gerade geschafft, OBS abzuschießen. Deswegen war der Stream kurz weg. So, scheint ja wieder da zu sein. Chat ist auch da. Chat ist auch da. Hey, Bruno, Helmut sind auch wieder da. Okay. Sieht okay aus, wa? Alter, sieht aus, als wenn wieder alles da wäre. Also in diesem Fall war es ja nicht mal Never Change the Running System, sondern Never Set Up Another System. So, ja, was uns jetzt noch fehlt, ist der Game Sound. Der geht in den 8er Equalizer. Der muss noch in den Multiband-Kompressor. Da ist er. Und wie wir es leise im Hintergrund hören wir schon. Den Game Sound. Da muss ich immer meine Audio Station aufmachen. Und mal open. So. Jetzt nochmal kurz einen Hörtest. Und nochmal einen kurzen Hörtest. Und nochmal einen kurzen Hörtest. Und nochmal einen kurzen Hörtest. Alles klar, ganz hervorragend. Ich glaube, so können wir das angehen. Ne? Genau. Hi Erastus, du kleiner Mausbiber. Dich spielen wir. So, ganz neue Erfahrung, das Game und OBS gleichzeitig zu sehen. Ja. Ja, alles gut, die Jubiläums-Updates. So. Wir waren ja in diesem kleinen Pavillon vor der Ratshalle stehen geblieben. Und haben ja blöder Herold so und haben noch ein paar Quests offen, aber genau, das ist so eine laufende Quest mit Magnetitstücken. Ich würde mal sagen, die In-Game-Music ziehen wir etwas nach unten. So, verdächtiger Wächter. Da müssen wir noch Fell von einem ausgewachsenen Wolf. Und dann die Kontrolle der Kontemation, aber da waren wir ja noch nicht stark genug für. Jetzt mache ich mal meine Uhr ab. Weil die doch ganz schön im Weg ist. Gut, dann würde ich mal sagen, ich pop noch mal den Chat aus. So, schön. Wir holen uns erstmal noch eine Quest ab. Rülps, verzeiht bitte, Fremder. Ich habe wohl die falschen Pilze gegessen. So, trotz all der Vergünstigungen, die der Posten eines Wächters mit sich bringt, wie einen Schlafplatz, Ausrüstung, genug zu essen zu haben, gibt es trotzdem Dinge, die ich von zu Hause vermisse. Besonders das Essen. Ich mag exotisches Essen, besonders aber seit ich Wächter bin,
ist die ganze Hausmannskost von meiner Speisekarte verschwunden. Ich würde demjenigen viel Geld bieten, der mir ein spezielles und köstliches Gericht vorsetzen kann. Vielleicht kann der Barkeeper Ted Helsinger mir etwas in der Art zubereiten. Alter, was kriegen wir? Wir kriegen einen Kurzbogen, Blattpfeile. Ja, aber nicht nur für Sprechen, ne? Gut. Moment. Magnetit. So, warte mal, der Barkeeper, jetzt muss ich mir das mal wieder ein bisschen orientieren. Der Barkeeper war, glaube ich, da drüben. Es war da, wo es die Fässer gab. Wächter. Da, ein spezielles Gericht, laufen wir nämlich drauf zu. So, die Bar war, glaube ich, hier um die Ecke. Hier durch. Das ist. Da, wo die Fässer dranhängen. Genau, doch hier bei der Eingang. Da ist er. Willkommen in meinem kleinen Lokal. Hier genießen die Einwohner das Trinken, Spielen, alles für die vollste Zufriedenheit meiner Kunden. So. Ein spezielles Gericht Richtung Südstrand. So, vielleicht mal gesprochen. Ted Helsinger sagte, natürlich, ich kann jedes Gericht zubereiten, solange ich nur die nötigen Zutaten dafür habe. Wenn ihr mir noch zusätzliche Gewinne mit dem Kochfleisch, winzig grüne Schildkröten, 5 Schildkröten, okay. Haben wir kein Reittier mehr? Was zum... Unser Reittier ist weg. Ach, das ist ja blöd. Okay. Tatsächlich, unser uralter Daggerfang ist weg. Habe ich irgendwie wohl was falsch gemacht, oder... Die Rechtsklicksteuerung ist ein bisschen seltsam momentan. Ja, gucken wir noch mal hier. Vorwärts, rückwärts, alles super. Magiebuch. Nö, das ist alles in Ordnung. Ist gar nicht mehr die rechte Maustaste. War vermutlich nie die rechte Maustaste. War ich einfach nur blöd. Ja, keine Ahnung. Alles gut. Wir haben es wieder hingekriegt. So. Hallo Marcio. Ich würde gern was kaufen. Und zwar ein
leichtes Pferd. Mietdauer nach der ersten Aktivierung 7 Tage, Beschwörung. Deswegen ist unser Deckerfänger auch weg. Der war die Miete zu Ende. Ja, wir kaufen das. Alter, das kostet zwar 50.000, aber die haben wir gerade. Hervorragend. So. Fein. So. Sind wir da wieder beritten. Spezielles Gericht. Wir sollen zum beginnen wir in nördlicher Richtung. Winzige Schildkröten. Grüne Wespe, winzige Schlange, Ork. Winzige magische Käfer. Schlange. Ich weiß, die Schildkröten waren unten am Strand. Hey, das ist ein Schatz. Ah, winzige grüne Schildkröten. 5 Stück brauchen wir davon, ne? Alles gut. So. Gucken, unsere ganzen Zaubersprüche müssen wir jetzt mal wieder aufladen. Überraschungstreffer ist aufgeladen. Todesurteil ist aufgeladen. Hinterhalt ist aufgeladen, ausweichen, lädt gerade noch auf, Fokus brauchen wir noch. Okay. Dann aktivieren wir schon mal Todesurteil. Fokus. Komm, Doppelschuss.
Scheiße, ich bin überlastet. Das will er mir sagen. Der will mir sagen, ich kann in meinem Inventar bestimmte Sachen nicht mehr speichern. Deswegen ist vermutlich mein Reittier auch weg. Und deswegen haben wir vermutlich auch noch gar keine Schildkröten aufgenommen. Gut, dann anders. Dann verticken wir erstmal Sachen. Dann müssen wir erstmal Sachen verticken. Der kleine Mausbiber trägt zu viel. Stimmt, ich habe ja letztes Mal von Martin richtig viele Items gekriegt. Boing. Die ich verticken kann und auch sollte. Wächter. Weil ich ja einen Haufen Zeug dabei habe, was ich gar nicht benutzen kann. Einwohner. So, die haben doch alle hier ihre Stände. Elitewächter, Händler, Wächter, Jägertrainer, Wächter. Gehen wir erstmal zu Talos, mal gucken, was Talos uns kaufen könnte, abkaufen könnte. So, wir... sind kein Magier. Achso, Glückskiste, das kennen wir schon. Initiationsfrei können wir auch noch Kolosshelm. Muss man Barbar zu sein, sind wir nicht. Ach, die ist auch außer Glückskiste. Magier. Elite-Barbarenhelm. Barbaren-Brustpanzer. Verbundener Spezialisten-Langbogen. Level 20, den behalten wir. Kriegsherrenaxt. Müssten wir Krieger zu sein, sind wir aber nicht. Ja, nach oben. Blattpfeil, Bleibpfeil, Elfenlangbogen, den behalten wir auch mal. Avanas Handschuhe, kann man als Magier tragen. Kiefernholzstamm, ist Rohmaterial, da kann man was draus machen. Beschlagene Lederhose ist Rüstung. Da gucken wir einfach mal, was wir so anhaben. Wir haben an eine Fellhose. Die Lederhose ist Rüstung 68 und die ist 2. Also nehmen wir die.
Verstärkter Lederhelm. Der hat Rüstung 60 und der Fellhelm hat Rüstung 20. So. Den können wir nur als Krieger tragen. Das ist ein Magier-Utensil. Den behalten wir mal. Tasche mit Knochen behalten wir auch erstmal. Kleiner grüner Panzer. Können wir eigentlich verticken. Alle. Wespenflügel können wir verticken. Brillant ist Edelstein, Langbogen, Bronzeerz, Ring der Konstitution. Schwacher Ring der Gesundheit. Gesundheit 32 und der da. Verfassung plus 1. Können wir auch tragen. So, die Fellhose können wir verticken. Fellhelm können wir verticken. Die können wir alle nicht verticken, weil wir die gefunden haben. So. Okay, verkaufen. Ja, das hat sich doch gelohnt. Ich bin reich. So. Okay, dann das Ganze nochmal. Mache mich Schwert. Und wir reiten wieder an den Strand. Okay, 10 gedroppte Frames, das lasse ich mir ja gefallen, aber nicht wie vorher. So, da sind sie wieder, winzige Schildkröten. Mal gucken, vielleicht können wir ja jetzt was reißen. Okay, Todesurteil aktivieren. Fokus. Und 5 ist Zufallstreffer. Schuss. Verwirren. Ausweichen. Ein Doppelschuss. Hervorragend. Winzige grüne Schildkröte. Oder zählen die noch gar nicht? Die zählen noch gar nicht. Richtung Südstrand. Okay, das heißt, wir müssen das Ganze am Südstrand machen, ey. Das ist halt immer doof, dieses... Eigentlich soll ich ja Schildkröten besorgen. Und es ist halt nur egal, ob ich die am Nordstrand oder am Südstrand erlege, aber... Ey, das Game möchte das bitte anders.
Dann reiten wir halt zum Südstrand. Vor allem, ne, geht nach Norden und besorgt mir vom Norden. Also Südstrand von der Seite. Ja, super. Weil jetzt wäre es nämlich egal. So, nochmal das Ganze. Todesurteil, Fokus. Fokus. Und Überraschungstreffer. Habe ich schon wieder das Ziel verloren? Das finde ich mal kacke. Dann klickst du kurz daneben und dann hat er das Ziel verloren, ey. Das ist kacke. Das ist in der Tat kacke. Okay. Und vom Interface her checke ich das immer nicht, dass er das Ziel verloren hat. So, jetzt sind wir da oben. Jetzt müssen wir da hinten erstmal wieder runter. So, der Südstrand ist da hinten. So, und irgendwie habe ich mir mein Interface ausgeblendet. Nicht so schlau. Wie kriege ich denn das wieder? Auto laufen, ausruhen, Name, Tab. Mit dem Tab kriege ich die wieder. Komm, reiten geht schneller. Ein bisschen lauter könnte ich es eigentlich machen, ne?
das kann. Da ist ein Steinriese, da sollten wir jetzt nicht direkt absteigen und Dinge tun. So, aber jetzt. Todesurteil. Fokus. Fokus und zielen. Eins von fünf. Da ist so eine Schildkröte. Zwei von fünf. Dreh dich um. Ich sollte doch gucken, wie mein Hals aussieht. Ich sowas mache. Er würde mich ja echt verpeilt, Alter. Heute bin ich echt verpeilt. So eine Scheiße. Wo denn da unten noch liegen? Ja, das ist schon, geht hier in der ganzen Ecke runter. Da liegen wieder Knochen, ne? Mal gucken. Die sind vermutlich komplett unwichtig. Schildkröte. Anführer, dumme Idee. Alter, normale Schildkröte, gute Idee. Okay, analysieren. Todesurteil auslösen, Fokus, Zufallstreffer, Doppelschuss, verwirren. Drei von fünf und wir sehen heldsmäßig noch okay aus. So.
Noch ein Schatz, den nehmen wir nochmal mit. Anführer. Na bitte, ist noch eine. Da liegen überall noch Knochen. So. Todesurteil auslösen. Fokus. Und Zufallstreffer. Hinterhalt. Doppelschuss. Zwischendrin ein bisschen ausweichen. Und Doppelschuss. 4 von 5. Fünf von fünf. Dann können wir wieder zurück. Hier sind die Orkschläger. Verzeiht mir, ich reite hier mit dem Pferd rein. Das wird genügen. Nun brauche ich noch einige Pilze als Beilage. Ihr müsst im Außenbereich der Stadt Pilze geben. Wenn ihr sofort erkennt, diejenigen, die ich brauche, sind groß und rot. Ja, mit Pilze hatte ich ja schon mal. Da müssen wir uns mal drehen und können rausreiten. Genau, die waren da hinten irgendwo. Da. Na, das kommt bestimmt vom Pferd aus. Schneller Weg. So, nun brauche ich noch Gewürze. Beblümter Busch, na, kenne ich eine würzige Blume. Ja, ich weiß nicht, welcher Busch das ist. Der hier unten.
Ja, genau. Geradeaus ist halt irgendwo. Hier irgendwo. Da. Ja, warte. Jawohl. So. Ja, und uns juckt die Nase stark. Sind wir wieder in der Kneipe. Hi, Ted. So, Kanisis Gericht. Das sollte jetzt Kanisi kriegen, ne? Kanisi war irgendwie auf der Seite. Auf der anderen Seite. Da hinten. Da ist sie. Es ist perfekt. Ich kann den würzigen Duft sogar durch die Verpackung hindurch riechen. Dieser Ted Helsinger ist so ein guter Koch. Ich weiß, an wen ich mich das nächste Mal für eine feine Mahlzeit wenden muss. Genau. Da hinten müssen wir Magnesit abgeben. Haben wir da irgendwas gerade? Magnetitstücke, nur 3 Stück. Warte mal, wie war denn da die Quest? Denkt daran. Sind 500. Ich werde euch dann bemühen, einen Barren daraus zu formen. Samus. Ich kann ja mal gucken, ob ich ihm schon mal die 3 geben kann. Nee, die Schmiede war daneben. Da ist er. Nee. Ja, wir bringen hier halt auch den Leopardenhaut. So. Jetzt ging es nochmal um den Wächter Orkschläger. 2 Fell eines ausgewachsenen Wolfs von Orkschläger. Ja, Pilze hast du schon gekriegt. Jetzt muss ich diese blöden Orkschläger. Natürliche Rüstung. Da, Orkschläger. Ja, komm, dann gucken wir mal. Okay. Hey, Todesurteil. Doppelschuss. Verwirren. Ausweichen, Doppelschuss, Fokus, Doppelschuss, Zufallstreffer, Tod, jawohl, Wolfsfell
haben wir gekriegt. War doch so einfach. Das ist ein normaler Ork. Normaler Ork. Können wir zwischendrin noch einen Leoparden erlegen. Auch. Ork, da ist ein Ork-Schläger. Puh, das war knapp. Wenn ich mir gerade angucke, dass ich nur 28 Lebenspunkte habe. Pöldern lief da auch hier vorne rum. Da läuft er her. Da ist er, der strange drauf ist. Das war's. Lass sie mich in ein Paket mit den restlichen Zutaten liegen hier. Bring das zu Latif, dem Stadtalchemisten, damit er seinen Spezialzaubertrank machen kann. Okay. Der Dorfalchemist. Bei dem waren wir auch schon. Irgendwas von Onati. Nee, das ist Petra, die Waffenschmiedin. Onati. Die hat doch auch irgendwas für uns, ne? Nee. Okay, aber der Dorfalchemist. Nee, ist der Zauberer. Ja, das ist das Gleiche, ne? Ja, ist er. Jemand braucht mal alles heilenden Zaubertrank, wie ich gesagt habe. Das Schicksal hat mich in diese Spalt gebracht. Ein Ort mit vielen kranken Leuten. Hier, Poldern kann später bezahlen, wenn es funktioniert hat. Das heißt, wir bringen ihm jetzt das Ding zurück. Poldern, mein Freund. Ich habe deinen Zaubertrank fertig. Coolen Bogen hast du übrigens. So. Jetzt muss ich Larista Goldenheart sagen, dass ihr Schütze wieder in Ordnung ist. Larissa. Larissa. Da ist sie. Hi Larissa. Eine so große Sache wegen sowas? Manchmal ist es schwer zu glauben, dass die Soldaten sich von den Übergebenen so einschüchtern lassen. Ich bin auch sehr nett zu ihnen. Es ist nichts Persönliches, aber in Kriegszeiten kann da es etwas nachlassen. Ihr habt herausgefunden, was los war, habt einen Soldaten wieder zu seiner Arbeit gebracht. Ihr verdient eine Belohnung. Hervorragend. Sweet 16 habe ich erhalten. Schön. So, interagiert mit dem Turm, Magnetitstücke. Hä? Ariana Goldenheart, das ist deine Schwester, ne? Aber die hat ein grünes Ausrufezeichen, das heißt, das bringt einen irgendwie weiter. Ein Spion in Fiskel. Ich habe nun schon seit einiger Zeit vermutet, dass es einen heimlichen Spion in Fiskel gibt, aber ich war nicht in der Lage aufzudecken, wer es ist. Die Möglichkeit, dass es ein indianischer Spion unsere Leute bespitzelt, ist düster und verlangt nach sofortigem Eingreifen. Ihr könnt mit jedem reden, der verdächtig aussieht oder von dem ihr glaubt, er habe Informationen. Ich gewähre euch eine Handlungsvollmacht in dieser Sache, falls ihr euch bereit erklärt. Was gibt's? Ein antikischer sotischer Ring, wenn wir das Pfennig hier sind. Gut. Hm, cool.
Immer noch nur 10 Frames gedroppt. Sprecht mit Börser. Wir nehmen einfach noch ein paar mehr Quests an. Der Bogenschützentrainer hat auch eine Quest für uns. Hallo, Mann, wen? Ihr möchtet also trainieren. Um die Medaille des Wächters zu erhalten, diese Ausbildung steht der Hälfte des Trainings an. Die jungen Sultaner für eine Medaille werden ja als umfassend testen. Am Südrand sind einige winzige grüne Schildkröten und bringt mir 10 Amphibienhaut. Die Killquests sind scheiße. Was hat Haluara? Ah, ein frisch ausgebildeter Lehrling. Ich brauche euch. Einige Bürger haben berichtet, sie hätten Goblins gesehen. In Goblinberg. Ich selbst bin in einer misslichen Lage. Ich habe die meisten meiner Wächter in andere Gebiete geschickt, um dort die Kreaturen zu vertreiben. In der Zeit, in der sie zurückgerufen werden, kann es schon zu spät sein. Ich kann eurem Gesicht ablesen, dass ihr die Aufgabe übernehmen wollt. Okay, geht zum Goblinberg, schlachtet 7 Goblin-Meisterkrieger ab und kommt zu mir zurück. Ja, machen wir auch. So. Ja, mit irgendwem soll man noch sprechen da drüben, sehe ich gerade. Offensichtlich in der Ratshalle. In der Ratshalle will jemand mit mir sprechen. Ach nee, wir sollen mit ihr sprechen. Stimmt, das ist Herr Bellisara. Okay, mit Simari. Die ist doch hier auch in der Hütte. Da. Hi. Mein Vater, die hat, dass man alle in Gelegenheit der Stadt Bescheid wissen müsste. Müsste das Kellerack gewesen sein. Kellerack ist aber nicht zufällig hier drin, ne? Nee. Name sagt mir was. Ich glaube, mit dem habe ich auch schon gesprochen. Ja, da vorne ist er. Ja, genau. Der mit seinem komischen Stab. Hallo, Kellerack. Ein Spion? Hier? Wie? Wann? Wo? Und ob ich jemanden vielleicht gesehen habe? Na, nun vielleicht. Nun beruhigt euch. Wenn es jemanden gibt, der das Dorf bespitzelt, würde er sicher unentdeckt bleiben wollen. Ich denke nicht, dass wir ihn direkt vor unserer Nase hatten, sonst hätten wir irgendwann bemerkt. Das Wahrscheinlichste ist, dass er mit jemandem in Kontakt getreten ist, der informiert ist. Und wenn ihr nach so jemanden sucht, ist Fairland der Richtige. Beeilt euch, bevor es zu spät ist. Fairland ist doch der Spitzel, der sowieso schon... der Taschendieb. Genau, der Taschendieb. Oder Betrüger. Hallo! Das stimmt. Wenn irgendjemand etwas über diesen Ort erfahren möchte, dann kommen sie mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit zu mir. Also wenn ich in der letzten Zeit jemand Seltsames in der Stadt gesehen habe, dann dieses Kerl Ikabat. Er stellte merkwürdige Fragen und hat noch seltsame Art aus dem Staub gemacht. Ja, okay, dann Ikabat, ne? Der ist doch auch hier drüben irgendwo. Ja, da. Hi, der Betrüger sagt, ich soll dich fragen. Nehmt es nicht persönlich, aber ich vertraue euch nicht genug, um eure persönlichen... Wenn ihr jedoch eine Kleinigkeit für mich erledigt, dann werde ich nochmal darüber nachdenken. Geht zum Ratsgebäude, etwas Wasser aus dem Springbrunnen. Ja klar. Ja klar, ich hol dir Wasser, warte. Vor allem, ich habe ein volles Déjà-vu, das habe ich irgendwie schon gemacht. Ich habe schon mal für jemanden hier Wasser aus dem Springbrunnen geholt und vermutlich kriege ich da irgendwann die Rechnung für, weil es irgendein heiliger Springbrunnen ist. So, ja, dann bringen wir die zu Eckerbad zurück. Warum auch immer er nicht selber die 2 Ritter hier rüberlaufen konnte. Moment.
Meister. Jetzt habe ich mich aber ein zu früh abgebogen. Hier eine Ecke steht da. Hier. Ausgezeichnet, es tut mir leid, aber ich muss euch noch um eine Sache bitten. Geht das Gebiet nördlich von Fiskael, zwei winzige Panzer für Trank von winziger magischer Käfer. Ach so, du brauchst also das Wasser, um einen Zaubertrank herzustellen. Kein Problem, winziger Käfer will er haben. Hi Mädels. Ihr beachtet mich nicht. Dum, dum, dum. Winziger magischer Käfer. Na komm her, winziger magischer Käfer. Gut, es soll nur zwei von brauchen. Ey, Kacke Ork, hast du noch einen winzigen magischen Käfer gesehen? Ja, da. So, haben wir. Ecki, ich hab deine Käfer. Hi Ecki, hier, Käfer. Na schön, wie ich sehe, kann man euch vertrauen. Bla bla bla. Ich nutze das Wasser für den Panzer für einen Test, den ich durchgeführt habe, für eine Probenelfenmagie. Mein Boss ist ein Fremder und er bezahlt mich dafür, Informationen über den magischen Schutz einzuhelfen, den Elfen, die ihren Städten benutzen. Das ist nur eine der vielen Untersuchungen, die ich anstelle. Gut, also ist er auf jeden Fall der Spion. Dann sagen wir jetzt mal unserer Chefin der Wache Bescheid. Oder Elitewächter, aber ihre Schwester ist ja die Wache. Ein Fremder wie? Dieser verräterische Anhänger der Totenbeschwörung wird bald erfahren, dass kein Geheimnis vor Ariana Goldheart bewahren kann. Von hier an übernehme ich die Sache. Ihr habt gut daran getan, den Spion ausfindig zu machen. Haben wir hervorragend gemacht. Gab es da nicht einen Ring für? Was macht der Ring? Mana plus 25. Das heißt, wir können länger zaubern. Da würde ich mal sagen, wir rüsten den Ring an der anderen Hand aus. So. Kunst ist Verfassung plus 1, den können wir verticken eigentlich. Amulette Härte, was macht denn das? Schutz plus 2%. Feueramulett. Feuerschaden plus 4. Macht gar keinen Sinn. Amulette Härte ist da viel besser. Gefleckte Haut, ja, ist charaktergebunden. Beschlagener Lederhelm.
Widerstand gegen Blitz und Schaden. Oh. Rüstung 60. Macht der eine Rüstung? 68 plus 3. Ja, tausch mal aus. So, den können wir noch gar nicht aufsetzen. Außerdem ist der ein bisschen kaputt. Orkzähne sind Loot. Ja, na dann. Südstrand, Wächterausbildung. Ich will hier gar kein Wächter werden. Wir können noch ein paar Leoparden besorgen. Knochensalbe ziehe ich nochmal ein. Besorgt 10. Oh ja, stimmt. Wir mussten ja Amphibienhaut besorgen.
Okay, jetzt müssen wir uns auf jeden Fall erstmal aufladen. Ein bisschen so. So reicht, genug aufgeladen. Stehen hier irgendwo Schildkröten rum? Ja, da und da. Todesurteil, Fokus und Feuer. Und bitte. Herr Kapellmeister. Außerdem Verwirrung und Doppelschuss. Ausweichen und nochmal Doppelschuss. Das ist der Anführer, das ist ganz schlecht, den anzugreifen. Komm, Zufallstreffer. Und Doppelschuss. 477 reißt vermutlich noch aus. Und Doppelschuss, komm, dann haben wir eine. So, du bist immer noch der Anführer. Ja, wenn wir bei 300 sind, können wir angreifen. Oder wir machen schon vorher. Jetzt wird's doof. Jetzt wird's doof. Jetzt wird's richtig doof. Und jetzt sind wir tot. Ja, komm. Heute ist eh so ein Tag. So ein Kacktag. So, außerdem sollen wir ja eigentlich in Richtung Goblin-Festung gehen. Wächterausbildung Test 1. Patrolle, Rina, Goblinfestung. Wir reiten mal einfach zur Goblinfestung. Ja. Genau. Da können wir runterreiten. Na komm, hier nehmen wir noch eine Quest auf dem Zeigerezepte. Oh, okay. Das Rezept haben wir noch nicht. Interessierst du dich für Kunst der Herstellung? Suche nach etwas, das man nicht so leicht bekommt. In einer Möglichkeit, Gold zu erlangen? Suche es vorbei. Okay, Kunst der Herstellung. Kleine Kostprobe. Ich werde dir eine kleine diese Mineralstücke und dieses Rezept. Okay. Das
So, das Herstellen-Menü ist das da. Okay, das heißt, wir haben jetzt Crafting freigeschaltet. Aha, okay, das ist ja gut zu wissen. Jetzt bräuchten wir nur irgendwo Rezepte her. Crafting. Hier sind alle Werkzeuge, die du benötigst. Wähle ein Rezept aus, schau dir die Details an. Dann, okay. Okay. Das heißt, wir haben jetzt irgendwo einen Bronzebarren. Wir können ja beim Craftmaster können wir die dann verkaufen. Ah, da kann man die Rezepte kaufen. Alles klar. Das heißt, Crafting. Okay, wir brauchen Bronzegegenstände. Ah, habe ich verstanden. Ah, cool. Können wir also craften. Auch das Pferd kann nicht springen. Du reitest übrigens in die falsche Richtung, Mike. Zur Goblinburg geht's da hinten lang. Was hast denn du noch als Schneider? Jetzt garantiert jagt mir irgendwie dies, das, ne? Mein Bruder Haran und sein Partner gingen in den Mühlwald, der bei Großmauer nordöstlich ist. Sie wollten Feuerholz besorgen. Vielleicht auch keiner von ihnen ist Jäger, aber sie können Beutetiere versorgen. Geh in Richtung Wald. Okay. Wenn ich ihn finde, dann sage ich, dass du dir Sorgen machst. So, die Goblin-Festung. Richtung hier hinten. Genau. In die Richtung. Stimmt, da hinten waren ja auch diese Goblin-Schläger oder was auch war. Vermutlich diese Ansammlung.
Das sind alles Wölfe, das sind alles keine Leoparden. Egal. Ah, doch, da. Hier ist ein Leopard. Ja, komm, wir steigen mal ab, erledigen Leopard und gehen dann da rein. Umgebung. Ja, nur der da oben. Dann nicht gemerkt. Nee, er würde sich nicht wehren, weil ich ihm über bin. So. Goblin Meisterkrieger. Werwölfe. Wilde Orks. Die sind sogar noch ganz schön schwer. Ob das klappt, wenn wir voll sind. So. Der hat widerstanden. Noch ganz schön über, würde ich mal sagen. Die schaffe ich nicht so ohne weiteres. Da müssen wir noch ein bisschen stärker werden. So. Der ist immer noch hinter uns. Ja, jetzt läuft er wieder zurück. Okay. Der ist uns ein bisschen über. Halten wir uns einen Leopard. Was jetzt auch eher so eine semi-gute Idee war, den geschwächt anzugreifen. Ganz. Keine gute Idee. Da, heute läuft es überhaupt nicht, ey. Aber so gar nicht. Dass ich jetzt nicht noch gestorben bin, war alles. Na, der Leopard läuft weg. Na komm, investieren wir Elixier.
Ja, damit können wir Leoparden angreifen. Stück noch, dann haben wir die Quest auch durch. Jetzt müssen wir uns hier ein bisschen erholen. Ja, 300 sind, können wir dann angreifen. Jetzt also. Okay. Fokus. Todesurteil und ablenken und Doppelschuss und Zufallstreffer oder Überraschungstreffer. Noch ein. Nee, steh wieder auf. Ausweichen und Hinterhalt. Ja, wird er widerstanden. Okay, nochmal ein Todesmittel, wenn der Aufspruch aufgeladen ist. Ja, geht mir genauso. Ja, er ist dem einen Hinterhalt leider ausgewichen. Das war scheiße. Ja, gucken, ich glaube, wir brauchen ja gar nicht so weit laufen. Was hast du denn eigentlich für mich, Rina? Wir hätten mal einen Quantis weg vom Flusszeug. Es stellt dich erstaunt vor, als einer von ihnen mit dem Bergstädtchen aufgetaucht ist, seltsamerweise. Runensteine haben nicht nur die halbfertige Festung zerstört. Besorgt den Stein von den Aquatus Plünderern aus dem Fort hinter den Bergen, bringt ihn zur Stadt Korsum. Okay. Und was hast du? Beerdigung seiner Mutter. Du willst ein Buch haben. Ach, schade, ich kann nicht mehr Quests annehmen. Du willst ein Buch haben. Dann sollte ich erstmal hier die Leoparden-Quest zu Ende bringen. Und wenn ich die Leoparden-Quest zu Ende habe, dann höre ich auch erstmal auf. Ja komm, Todesurteil ist aktiv. Und Doppelschuss. Und schnelle Folge und Fokus und Glückstreffer und zwischendrin ausweichen und nochmal Doppelschuss. Alter, ja, und jetzt sind wir überlastet, ist klar. Ja,
kein Problem. Wir geben jetzt Samus die Haut. Alter, ich höre es durch meinen Kopfhörer, das Bollern. So schwer sind unsere Kinder gar nicht. So. Vorsichtig, hier geht's irgendwo runter. Genau. So. Auf der anderen Seite. Hier müsste der also drin sein. Ja, komm, steig ab, wir kommen mit dem Pferd nicht durch die Tür. Hi Samus. So. Wir stellen uns hier irgendwo hin. Ja, und das nächste, was wir machen müssen, ist Sachen verkaufen. Gut. Dann beenden wir das für heute mal. Und gehen wir zurück. Ja, war ja heute sehr, sehr ruhig, obwohl ich ja etliche wechselnde Zuschauer hatte. Aber ja, jetzt haben wir zumindest die Möglichkeit, auch hier zu streamen an einem Rechner, der in der Lage ist, halt einfach mit ein bisschen mehr Power Dinge abzuhandeln. Ne? Also es hat nicht einmal irgendwie angefangen zu ruckeln. Und ich denke, das ist vom Setup auch okay. Also Kamera ist in Ordnung. Naja, hier mit dem Mikro, das wubbert noch ein bisschen. Ich muss mal gucken, ob ich den anderen Arm darüber nehmen kann. Aber ich finde, es hört sich soweit okay an, würde ich sagen. Insofern, hey, danke fürs dabei gewesen sein und wir sehen uns vermutlich morgen. Bis dann. Tschüss. Ja, ich bin mir sicher, den Stream zu stoppen.